Betrachten wir am Ende unseres kleinen Rundgangs noch einmal die Einstellungen, und zwar die notwendigen Einstellungen, die Sie durchführen sollten. Ich beginne wieder in Privat und gehe auf der linken Seite, wie Grundsatz Nummer 1 beschreibt, ganz nach unten und bin in den Einstellungen. Hier haben Sie die Einstellungen nochmal gesondert aufgeführt. Mit dem Klick auf die Einstellungen kommen Sie also auf die grundlegenden Punkte, die Sie abrufen können, einstellen können und so weiter und so fort. Mich interessiert jetzt erstmal ein entscheidender Punkt, und zwar sind das die externen Dienste. Hier sollte also der erste Weg reinführen. In den externen Diensten sollte eine E-Mail-Adresse eingeschrieben werden. Es handelt sich hierbei um eine externe, also keine Lernsax-Adresse, denn diese externe E-Mail-Adresse hat zwei Aufgaben, und die erste Aufgabe ist, dass Sie Ihr Passwort zurücksetzen lassen können. Wenn Sie es zum Beispiel vergessen haben, dann können Sie sich auf diese externe E-Mail-Adresse den Reset zurückschicken lassen. Die zweite Funktion schauen wir uns auch noch gleich an. Haben Sie die externe E-Mail-Adresse eingetragen, so bitte dann immer speichern. Das System meldet auch, Ihre Daten wurden erfolgreich gespeichert. Die zweite Grundeinstellung, die Sie vornehmen sollten, ist Ihr Profil bearbeiten. Diese Einstellung befindet sich ausnahmsweise mal nicht unten, sondern ganz oben. Das heißt, ich klicke hier auf das Wort Profil und kann dann hier auf der rechten Seite mein Profil bearbeiten. Sie können hier ein Foto einbinden. Das macht sich an sich immer ganz gut. Sie können hier den angezeigten Namen eintragen. Diesen angezeigten Namen sehen Sie hier oben angezeigt. Sie können die Anrede, Vorname und Nachname nochmal eintragen. Alles andere ist jetzt für Lehrkräfte nicht notwendig. Am Ende gehen Sie bitte wieder auf Speichern. Wenn Sie mal nicht den angezeigten Namen hier oben sehen, also zum Beispiel Sie sehen nur Lehrer.test, dann hängt es mit diesem kleinen Häkchen zusammen. Dann haben Sie Ihr Profil nämlich nicht für andere Nutzer sichtbar gemacht. Und das finde ich an sich nicht so praktikabel. Es sieht auch schöner aus, wenn man also wirklich sieht, Lehrer-Test oder Frau Lehmann oder Herr Schulze. Also das ist das Häkchen. Am Ende immer schön speichern und das Fenster schließen. Die Lernsax selber hat keine Automatik zum Ändern des Passwortes, also Sie müssen hier nicht alle 4 oder 6 Wochen das Passwort ändern, Sie können es selber tun. Der Weg führt Sie wieder über Privat, ganz nach unten in die Einstellungen und in Passwort ändern. Hier wird das alte Passwort eingetragen, zweimal das neue und speichern. Vertrauensbeziehungen. Das ist ein kleiner Hinweis, dass zu allen Geräten immer eine Art Beziehung hergestellt wird, dass die App also weiß, ah, jetzt hat er wirklich das Passwort geändert, und sie übernimmt also auch das geänderte Passwort mit in die App. Lassen Sie also bitte die Vertrauensbeziehung immer aufbauen. Am Ende auf jeden Fall wieder speichern und Fenster schließen. Beachten Sie auch die Namenskonvention, also mindestens 8 Zeichen, Sonderzeichen, Buchstaben, Zahlen sollten drin sein. Zum Abschluss der Einstellungen noch ein kleiner Hinweis zu dem Begriff Alias. Ich habe jetzt mal das Profil geöffnet und Sie können ja selber auch mal schauen, wenn Sie bis ganz runter scrollen, Sie werden den Begriff Alias hier so nicht finden. Erster Punkt, der Alias kann nur vom Administrator Ihrer Institution eingerichtet werden. Was ist also der Alias? Der Alias ist nichts anderes als eine E-Mail-Adresse, und zwar keine Lernsax-Adresse, mit der Sie sich dann auch in Ihren Account einloggen könnten. Also zum Beispiel, Sie haben schon ganz viele Zugänge in anderen Plattformen und sind es einfach jetzt leid, noch eine neue E-Mail-Adresse sich zu merken. Dann könnten Sie, wenn Sie so eine Art Sammeldienstadresse haben, auch immer wieder der Hinweis, es sollte also eine dienstliche E-Mail-Adresse sein, dann könnten sich diese E-Mail-Adresse als
Alias einrichten lassen und dann können Sie sich auch mit dieser Lernsax-fremden E-Mail-Adresse in die Lernsax einloggen. Ja, das war der Begriff Alias.